jetzt mal anfangen. Jay Jiggy mit Gedanken. 2020 Playlist, Release Nummer 7 von 12. Produziert bei Inbeatables. Natürlich mit deinem Bananenweizen, ne? Ganz wichtig für die ganzen Leute hier. Ohne geht nicht. Meine Gedanken sind Magnete, die am Boden bleiben. Bunte Raketen, die nach oben steigen. Meine Gedanken sind Hoffnungszüge in Spielotheken, zuckerüberzogene Popcorn-Tüten in Kinoseelen. Meine Gedanken sind Honigbienen im Apfelbaum. Geht's um Familie, sind sie Projektile im Knarrenlauf. Meine Gedanken sind Plakate an den Wänden, auf denen ganz fett geschrieben steht, wir alle sind nur Menschen. Meine Gedanken sind graue Blöcke und üble Schmerzen. Manchmal auch blaue Köpfe und grüne Herzen. Meine Gedanken sind melancholische Reiseplaner, kranke, pädagogische Geisterfahrer. Sehr, sehr viele Metaphern, sehr, sehr gute auch, ne? Also sehr gut durchdachte Lyrics. Da musste ich ja eigentlich bei jeder Zeile schon stoppen, so, weil wirklich der ganze Part wirklich voll gefüllt ist mit solchen nachdenklichen Zeilen, die wirklich auch sehr qualitativ hochwertig sind. Jeder Gedanke von mir nimmt seinen Lauf. Ich trage das Innere nach außen, inside out. Die Fantasie hat keine Grenzen und ich lass sie raus. Um meinen Geist frei zu kriegen, schreib ich sie auf. Schöne Hook, sehr chillig, melancholisch auch ein bisschen sogar. Jeder Gedanke von mir nimmt seinen Lauf. Ich trage das Innere nach außen, inside out. Die Fantasie hat keine Grenzen und ich lass sie raus. Um meinen Geist frei zu kriegen, schreib ich sie auf. Sehr schöne Tonlage auch, ne? Das schon so ein bisschen auch gesungen ist. Das passt einfach super zum Beat und der Beat, der trägt einen auch, ne? Der ist sehr atmosphärisch, so ein bisschen melancholisch auch, ne? Nachdenklich. Und passt einfach perfekt. Also die Hook, habe ich auch nichts zu meckern, finde ich super geil. Die Hook ist auch ein Ohrwurm, bleibt auf jeden Fall im Kopf hängen. Nice. Meine Gedanken sind Millionen von kleinen Kindern. Meine Gedanken sind Billigschuhe mit Nike-Schildern. Meine Gedanken sind Schädeltrauma und Kopfzerbrechen. Gut riechende Regenschauer in Sommernächten. Meine Gedanken sind Tiere, die für uns Leiden tragen. 8 Millionen Tonnen Fleisch auf der Speisekarte. Meine Millionen Tonnen Fleisch auf der Speisekarte. Mann, Mann, Mann. Was sind das denn für Gedanken, die hier der gute Jay Jiggy hier hat, ne? Die sind auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig auf jeden Fall von der Reimequalität und da sind auch mehrsilbige Reime mit bei, also da der reimt schon das ganze Wort sogar, ne, einmal komplett durch und auch mal den ganzen Satz und das ist schon nice auf jeden Fall, dass da auch so viel Technik auch dahinter steckt und nicht nur einfach ja, dass man einfach nur den Text transportieren möchte, sondern auch wirklich auf die Technik nochmal Wert legt und auch vom Flow her. Der Flow, ne, die Stimmlage ist natürlich sehr, sehr chillig, ne, also das ist halt sehr ruhig gerappt, ist auch ein ruhiger Beat und aber trotzdem sehr gute Reimequalität und die Technik dabei und die Stimme, wie er sie einsetzt, komplett anders als wie in der Hook. In der Hook so ein bisschen mehr gesungen. Da merkt man einfach, dass es auch eine Hook ist, dass es gerade in die Hook geht und im Part einfach einen ganz anderen Stimmeinsatz und der einfach perfekt passt, würde ich sagen. Gedanken sind reflektierende Gläser, in denen sich widerspiegelt jeder Mensch macht mal Fehler. Meine reflektierende Gläser, Gedanken widerspiegelt, weil jeder Mensch macht mal Fehler. Wenn ich das jetzt richtig gesagt habe, aber hey, sind echt gute Sachen. Gläser, in denen sich widerspiegelt, jeder Mensch macht mal Fehler. In denen sich widerspiegelt, jeder Mensch macht mal Fehler. Wie gesagt, also ich muss schon sagen, dass dass da in den Parts so viele Metaphern drinne stecken, so viele geile Lines schon drinne sind, dass es eigentlich schier unmöglich ist, da jetzt nicht alles zu pausieren. Da muss man wirklich immer wieder pausieren
und sich das halt nochmal und nochmal anhören, ne? Man kann sich auch da chillig zurücklehnen und man kann selber so ein bisschen nachdenken, so ein bisschen in Gedanken schwelgen und sowas, ne? Während man sich das anhört. Also der Song, der transportiert auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Meine Gedanken sind neues Leben mit Zuversicht. Gebrochene, treue Seelen mit Hundeblick. Meine Gedanken sind alltagsflüchtige Businessmänner. Fremdgehende, rachesüchtige Friedenskämpfer. Jeder Gedanke von mir nimmt seinen Lauf. Ich trage das Innere nach außen, inside out. Die Fantasie hat keine Grenzen. Ich lass sie raus, um meinen Geist frei zu kriegen. Schreib ich sie auf. Nochmal. Jeder Gedanke. Erinnert mich auch ein bisschen, dieses Inside Out erinnert mich ein bisschen an den Film hier Blood in, Blood Out. Ne? So. Weil der meint das wahrscheinlich dann mit den Gedanken. Weil Blood in, Blood Out ist ein Knastfilm von damals. Wer den noch nicht kennt, der sollte den mal auf jeden Fall anschauen. Bei Blood in, Blood Out, da ging es halt um jemand, der im Knast ist. Und ja, auch wenn er aus dem Knast wieder raus war, war er trotzdem gedanklich immer noch im Knast. Weil er einfach nicht komplett da rauskam so. Alles hat ihn wieder eingeholt und er konnte nur im Knast so gesehen einfach weiter existieren, so weil er einfach draußen nicht funktionierte. Und deswegen Blood in, Blood out oder Inside out, glaube ich, ne, war das, ja. Ja, das erinnert mich ein bisschen so, ne, dass die Gedanken auch, wie gesagt, dass man da auch nicht komplett frei ist, so weil man einfach immer noch da drinne ist. So. Das hat schon was. Nimmt seinen Lauf, ich trag das Innere nach außen, inside out. Die Fantasie hat keine Grenzen, ich lass sie raus. Um meinen Geist frei zu kriegen, schreib ich sie auf. Meine Gedanken sind Gelder, die sie für Neymar zahlen. Das finde ich auch ziemlich nice, dieses meine Gedanken. Die ist ein bisschen tiefere und dann auf einmal wieder das Normale. Also manchmal die tiefere Stimme macht und dann auf einmal den normalen Rap-Stimme nochmal. Das finde ich nice, so diese Abwechslung. Meine Gedanken sind Menschen, die nichts zu essen haben. Meine Gedanken sind Staffelläufer, die Rucksack tragen. Drogensüchtige Abenteurer auf Dschungelpfaden mit Drogensüchtige Abenteurer, Dschungelfahrten. Also es sind wirklich sehr, sehr nice Textpassagen und da müsste man, wie gesagt, ne, alles pausieren und alles immer, jede Zeile analysieren, so, weil da wirklich jede Zeile wirklich sehr gut ist, ne? Muss man schon sagen. Da muss man sich nicht unbedingt die Highlights raussuchen, so, sondern eigentlich ist jeder Part ein Highlight, ne? Das ist schon echt nice. Käse, Pizza, Mann von den Stubenhocker, nerdähnliche Brillen tragende Umweltforscher. Meine Gedanken sind depressiv und jugendlich, sinnloses Zeug, was man auf Schulen lernt im Unterricht. Meine Gedanken sind Lebensretter und Philosophen. Meine Gedanken sind Seelenklempner und Psychologen. Meine Gedanken sind dein Seelenklempner und Psychologen, ey. Na. Nice, nice. Klingt wirklich sehr nice. Ein Text auf Plakat, auf dem ganz fett geschrieben steht: Die Welt ist bald am Arsch. Jeder Gedanke von mir nimmt seinen Lauf. Ich trag das Innere nach außen, inside out. Die Fantasie hat keine Grenzen und ich lass sie raus. Um meinen Geist frei zu kriegen, schreib ich sie auf. Jeder Gedanke von mir nimmt seinen Lauf. Ich trag das Innere nach außen, inside out. Die Fantasie hat keine Grenzen und ich lass sie raus. Um meinen Geist frei zu kriegen, schreib ich sie auf. Yeah. Sehr geiler Track, wirklich sehr geiler Track. Sehr nachdenklich. Also Reimequalität ist wirklich sehr hoch. Die Technik ist vorhanden. Die Flows sind wirklich schön variabel. Von den Stimme ist es auch sehr erfrischend, dass er da ein bisschen auch mitspielt. Mal von der dunklen Stimmlage in die Rapper-Stimmlage und dann nochmal in die Gesangsstimmlage, so nochmal in der Hook. Und die Hook, die ist schön eingängig, die hört man sich gerne an und man kann dazu sehr gut chillen und ja, seine Gedanken freien Lauf lassen, würde ich mal sagen, ne? Alles gut damit gemacht, auf jeden Fall. Checkt das ab, sehr geiles Ding.